Meine Reise durch den Orient beginnt hier in Akko, an der Küste des Mittelmeeres, wo vor genau 900 Jahren die Kreuzritter Palästina eroberten. Mein Weg wird mich von Akko nach Jerusalem und später nach Bagdad führen. Dann geht es weiter nach Teheran und später Afghanistan. Eine Reise durch Landschaften und Kulturen, die seit Jahrzehnten auch durch Hass und Krieg geprägt sind. Er sieht nur palästinensische Opfer. Konferenzen seien Lug und Trug. Die Palästinenser ein versklavtes Volk. Der das singt, ist Mahmoud Chalabi. Der Rapsänger wurde als Araber in Israel geboren. Hier in der Altstadt von Akko, wo nur Palästinenser wohnen. In der Altstadt von Akko ist die Zeit stehen geblieben. Diese Quartiere, von den Osmanen errichtet, gehören zu den schönsten Baudenkmälern des gesamten Orients. Und obwohl Akko zu Israel gehört, ist der Staat der Juden ganz fern. Gleichzeitig lässt die Ungezwungenheit den starken europäischen Einfluss erkennen, der Israel bis heute prägt. Straßenmusikanten haben schwere Zeiten. Solch Lebensfreude bricht in der Altstadt von Jerusalem nur selten aus. In wenigen Minuten müssen sie sich zurückhalten. Dann beginnt der Sabbat, der jüdische Ruhetag. Heute schlagen Beduinen vom Stamm der Ana nahe der Trümmer ihre Lager auf. Die Frauen arbeiten härter als die Männer. Ihr Tag beginnt mit Brotbacken. Da ich mit einem Stammesmitglied komme, kann ich das Zelt der Alzeits ohne große Zeremonien betreten. Wie von Geisterhand gelenkt, kommen immer mehr Männer anderer Familien, um zu sehen, wer gekommen ist und um ein Schwätzchen zu halten. Der Schluck Wasser ist das Zeichen dafür, dass ich, der Fremde, das Gastrecht der Männer in dieser Runde genieße. Abdallah, das Familienoberhaupt, röstet Kaffee aus Jemen. Auch bei den Kessars bildet Brot die Basis der Ernährung. Wie immer backen es die Frauen bereits kurz nach Sonnenaufgang. Oft wird es trocken gegessen. Manchmal mit selbstgemachtem Joghurt oder Käse. Auch die Kessars sind zusammengeblieben. Keiner der drei Söhne von Elak ist fortgezogen. Es ist Tradition, dass die Familien des Stammes zusammenbleiben. Oftmals leben drei Generationen gemeinsam unter den Bahnen eines Zeltes. Zur Arbeit der Frauen gehört es auch, Decken und Zeltbahnen zu weben. Seit Jahrhunderten sind die Beduinen es gewohnt, fast alles selbst herzustellen. Nur so konnten die Familien überleben. Und in den Wüstenregionen Iraks hat sich daran bis heute wenig geändert. Die Zeit scheint stillzustehen. Der große Markt in der Innenstadt deutet nicht darauf hin, dass in Kabul mittlerweile 3 Millionen Menschen leben. Die Zahl der Einwohner Kabuls hat sich seit dem Sturz der Taliban vor 3 Jahren mindestens verdoppelt. Vor allem Familien, die nach Pakistan und Iran geflüchtet waren, sind nach Kabul gekommen.
Die meisten von ihnen stammen zwar nicht aus der Hauptstadt, hoffen hier aber auf ein neues Leben. Doch die Hoffnung zerrinnt in den Vorstädten mit den unübersichtlichen Lehmhäusern. Viele haben nicht einmal einen eigenen Brunnen. In einem dieser Häuser lebt Mohammed Said. Als Vierjähriger hat er beide Beine verloren. Er massiert die Stümpfe, sie müssen durchblutet sein, wenn er die Prothesen anlegt. Er spielt mit seinen Brüdern und Neffen im Hof. In einigen Stadtteilen tauchen die Soldaten aus Angst vor Anschlägen immer seltener auf. Den Feinden der USA ist es gelungen, die Lage zu destabilisieren. So führen die USA im Irak einen neuen Krieg mit ungewissem Ausgang. Welche Stimmungen und welche Gruppen an diesem Machtkampf beteiligt sind, das zeige ich Ihnen während der nächsten Etappe meiner Reise, die mich von Bagdad über Basra in den Iran führt.